Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur zweiten Folge unseres Iron Man mit Persien. Noch nicht Persien, aber bald Persien. Hoffentlich bald Persien. Vielleicht in anderthalb Stunden Persien. Jedenfalls mit Ajam. Wir haben unsere erste Eroberung getätigt hier im Raum Basra oder besser gesagt in Khuzestan. Das ist, glaube ich, auch das Gebiet, das Saddam Hussein damals erobern wollte. Was war es, der erste oder der zweite Golfkrieg? Der im ersten Golfkrieg, genau. Ja, hat nicht geklappt, wie jeder weiß. Und nein, ich meine nicht den Einfall in Kuwait, ne? Ich meine davor, der Irak-iranische Krieg. Aber wenn ich mich irre, dann verbessert mich. Aber ich glaube, es war Khuzestan, dieses Gebiet. Ja. Schauen wir mal, was wir noch machen können hier. Ja, also die Osmanen, das ist wohl etwas, was wir uns abschminken müssen. Erstmal, wir sind schiitisch geworden und das macht es nicht gerade leichter. Schauen wir uns mal nach den Alternativen um. Boah, die Mamelucken mögen uns ja einfach mal gar nicht, oder? Ja, es ist aber auch nicht total Hopfen und Malz verloren. Wir können es mal probieren und die Beziehungen zumindest verbessern. So, dann können wir gegen das Timuridenreich Maßnahmen zur Schwächung einleiten, insbesondere ökonomischer Natur. Diese sollen dann darin bestehen, denke ich mir. Machen wir mal die Musik an. Die sollten dann darin bestehen, dass wir ein Embargo erlassen. Genau hier ein Embargo verhängen. Klar, bekommt ihr Militärzugang, kriegt ihr alles von uns. Wir helfen euch in eurem Freiheitsstreben. Also nur weil wir euch danach erobern wollen natürlich, aber wir sind sehr freiheitsliebend. Ach ja, wir haben sie ja noch gar nicht als Rivalen hinzugefügt, die Timuriden. Das machen wir gerne. Und dann ist das Embargo auch nicht mehr kostspielig, genau. So, und Ardakan, da haben wir doch einen Anspruch drauf. Wie sieht's denn aus? Wir könnten ja bald mal angreifen. Unsere Armee könnten wir auch aufstocken. Drei Kavalleristen reichen in der Regel für sowas. Wir stocken jetzt trotzdem mal auf. Also nicht trotzdem, sondern wir stocken deswegen im Rahmen der Infanterie auf. So, die Osmanen sind fertig mit ihrem Krieg. Wem ist Biapas verbündet? Die haben alle zu starke Verbündete leider um uns herum. Karakoyunlu wäre eben nochmal so ein schönes Ziel, aber das geht auch an nicht. Solange wir eben kein Bündnis mit jemandem bekommen, den die nicht mögen, das wird schwierig. Nicht gut. Hoffen wir, dass es vielleicht einfach so trotzdem einen Krieg gibt zwischen dem Mamelukenreich und Karakoyunlu. Wenn das der Fall sein sollte, wenn das eintritt, dann ist das für uns ein goldenes Ticket zum Glück. Dann können wir einfach auf den Karakoyunlu in den Rücken fallen. So, offenbar wird unser Vasall hier nicht alleine fertig mit der Bedrohung dieser 1000 Reiter. Dann machen wir das eben für ihn. So hoch ist der Verschleiß unserer Truppen auch nicht, wenn wir da einmal durchlaufen. Und das stört einfach optisch. Ich will da keine Rebellen. Das sind ja, ist ja noch die Armee, die noch übrig war, glaube ich. Genau, hier wurde sich das aufgeteilt. Karakoyunlu hat Tschad bekommen und Hasa hat Basra bekommen. Da können wir natürlich darüber nachdenken, hier Krieg zu führen. Die sind aber mit Belutschistan verbündet, die uns auch nicht mehr wollen. Die Meinung über uns ist so schlecht überall. Warum? Was ist passiert? Nur weil wir keine Sunniten mehr sind. Leute, seid doch mal ein bisschen toleranter. Genau, das Vermächtnis Timus wollen wir nicht. Wir wollen Persien. Dafür brauchen wir die Provinz Tabriz. Ja. Und wir brauchen die Provinz Yazd. Hier unten Schiraz und Kerman auch. Aber vor allem müssen wir eben einmal gegen Karakoyunlu gewinnen. Die müssen die Hauptstadt erobern. Tabriz ist auch ein wichtiges Handelszentrum, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Eine Marktstadt, also eine Stufe 2 Handelszentrum. Ja, aber ich freue mich schon auf meinen Erben mit 354, der ist einfach stark. Ansonsten ist das hier einfach ein schöner Staat Tabaristan, den ich gerne auch haben würde, aber solange sie mit Karakoyunlu verbündet sind, wird das nichts werden. Wir können natürlich überlegen, ob wir die Staatsehe mit dem Osmanischen Reich auflösen, das machen wir aber nicht, wir sind nicht lebensmüde. Das senkt außerdem unsere Stabilität, das können wir gar nicht gebrauchen. Ja, wir müssen ein bisschen abwarten. Wie viel Mann können wir nochmal haben? 17? 18 sogar. Dann können wir nochmal aufstocken.
haben immer noch, ja, wobei, unser monatliches Einkommen gibt das nicht her. Wir stocken nicht nochmal auf. Wir haben jetzt eine 15.000-Mann-Armee. Das ist erstmal gut so, wie es ist. So, die Mamelucken sind immer noch nicht gerade begeistert von der Idee. Aber vor allem haben sie zu viele diplomatische Beziehungen und sind eben neutral. Ansonsten könnte das theoretisch klappen, wenn unsere Reputation gut genug wäre, wenn wir unsere Grenzen annähern würden. Na, es ist alles noch nicht so einfach. Aber wir schaffen das. Die Annexion geht eben 54. Wir können unsere Beziehung verbessern schon mal. Das schadet ja nicht. Und wir können mal die Geschwindigkeit erhöhen und zusehen, wie das Timuridenreich zerfällt. Das ist doch etwas, das uns gefallen muss. Biapas hat gegen Masandaran den Krieg erklärt? Sind die lebensmüde? Wen haben die denn an ihrer Seite, bitte? Ja, niemanden, ne? Ja, die sind einfach lebensmüde. Ja, da gibt es keinen Grund für. Die sind einfach nur total bescheuert. Ich meine, die würden es ja nicht mal alleine schaffen gegen Masandaran. Also nicht mal im Ansatz. Und dann kommt auch noch ganz Karakoyunu gegen sie dazu. Alles klar. Kann man so machen. So, wir erhöhen natürlich die Grundsteuer, weil die am Anfang unser Einkommen ausmacht. Aber Manpower muss ich natürlich auch erstmal wieder erholen. Das Schöne hieran ist, dass Karakoyunlu erstmal im Krieg ist. Das heißt, die kommen nicht auf den Gedanken, uns den Krieg zu erklären. Das ist ja auch schon mal was. Jetzt würde ich gerne mal nachsehen, wie stark die Armee der Timuriden noch ist. 16.000 Mann, 3.000 Mann Rekrutenreserve, das ist noch zu viel für uns. Vor allem, weil sie ja Hilfe bekommen von Nogai. Und möglicherweise auch nochmal von Khorasan. Ich weiß nicht, was die noch so haben, aber es ist vorstellbar. Herat ist nicht gefallen indes. Nun gut. Da werden wir also noch ein bisschen warten müssen. Karakoyunlu besitzt die Frechheit, Kermanschar zu beanspruchen. Naja, bald ist das eh schiitisch, dann wollen die das wahrscheinlich eh nicht mehr haben. Ach, Bubbling Buffoon wird im Deutschen mit Dummschwätzer übersetzt. Das ist auch schön. Ja, wir geben im Moment sehr, sehr viel für Berater aus. Ist genauso viel wie für unsere Armee. Es ist aber durchaus gerechtfertigt, wie ich meine. Ja, wir können unser Bündnis mit den Usbeken durchaus vertiefen, glaube ich. Die sehen relativ gesund aus. Ja, meinetwegen. Vor allem, weil ja jetzt eh kein Bündnis mit den Osmanen in Aussicht ist, macht das jetzt doch Sinn. Unerwarteterweise. Ja, und mit den Timuriden eben auch nicht. Und den einen diplomatischen Machtpunkt, den dürfen wir es uns kosten lassen. Ich habe eben dann doch ein bisschen Sorge, dass mir keiner hilft gegen Karakoyunlu. Mit wem ist Fars verbündet? Ja, leider eben mit den ganzen revoltierenden Kräften. Oh, jetzt ist gerade fast gar nichts irgendwo erobert. Oh, und wir haben eine adlige Rebellion in Nuristan. Die müssen wir natürlich niederschlagen. Also wir könnten die auch laufen lassen. Das ist mir aber unangenehm. Jetzt haben wir die Wahl, Stabilität zu verlieren oder Geld. Und da wir viel Geld haben, lassen wir es drauf ankommen und verlieren lieber Geld. So, wir hätten jetzt eigentlich einen Überquerungsmalus, aber die haben einen, weil sie... die haben aber zwei, weil sie einen vorbelagern, deswegen haben sie jetzt netto einen. Wir haben das sehr leicht gewonnen. Da war ich erstaunt. Hätte mit mehr Gegenwehr gerechnet. So, die Renaissance ist ausgebrochen. Und Masandaran kann uns als Rivale bestimmen. Das ist durchaus peinlich. ja, nicht so schön. Danke, Biapas, nochmal. Danke, wirklich. Sehen wir mal, was sich ergibt. Und jetzt übertragen die auch noch ihre Handelsmacht an Karakoyunlu. Ja, geht's noch? Wollt ihr vielleicht auch noch vasallisiert werden, oder was? Karakoyunlu eindeutig zu stark im Moment. Aber immerhin, hier gibt's Fortschritte. Die Osmanen kämpfen gegen Kanda und Ramazan. Und das sieht auch gut aus. Auf der anderen Seite ist Byzanz durch Venedig erobert. Also noch nicht erobert, aber besetzt. Wenn Konstantinopel an Venedig fällt, dann lache ich aber ganz laut. Ich meine, das ist während der Kreuzzüge schon mal passiert, aber... 1451,
2 Jahre vor der historischen Eroberung durch die Osmanen. Ich weiß nicht, ob Venedig das wirklich machen will. Das ist ein ganz krasser Move. Also ich mache das im Multiplayer manchmal, wenn ich einen Verbündeten habe, wie die Mamelucken oder die Ungarn oder so. Aber ansonsten ist das mit Venedig schon sehr bold, wie man sagt. Hasan Kajew wurde der Krieg erklärt. Das ist ja die Stadt, die alte antike Stadt, in der der Staudamm jetzt gebaut wird durch die Türkei. Vielleicht habt ihr daraus aus den Nachrichten erfahren. Ja, die Beziehungsverbesserung mit Luristan können wir beenden. Wir sind auf dem Maximum angekommen. Eine Annexion ist ja noch nicht möglich. Sehen wir mal weiter. Also die Timuriden schlagen sich dann doch besser, als ich dachte, leider. Irgendwie scheinen die Gegner ein paar Schlachten verloren zu haben. Nicht so schön. Die Timuriden haben auch 20.000 Mann, weil sie sind noch alles andere als besiegt. Jetzt mühen sie sich aber in Fars ab und das gibt vielleicht die Möglichkeit, wichtige timuridische Provinzen zu erobern, sodass ihr Einkommen weiter sinkt. So, wir können hier Tempel holen, bevor wir den Malus durch die Renaissance bekommen. Auch schön. Ach was, macht auch noch eine Rebellion? Nicht schön. Gut, dass wir dafür jetzt hier schnell den Gevierthaufen erforschen können, was ganz, ganz wichtig ist. Also die Anfangstechnologien militärisch sind totale Gamechanger. Die muss man haben. Deswegen ist es auch immer sehr risikoreich, am Anfang einen Fokus auf administrativ oder diplomatisch zu legen. Was ich ja gemacht habe, was sich hier jetzt zum Glück nicht gerecht hat. So, wenn ich jetzt ganz schlau gewesen wäre, dann hätte ich meine Armee eigentlich dort stehen gehabt, sodass ich noch weniger Mann verloren hätte durch das Ganze. Ich bin aber nicht ganz schlau. Und deswegen war es nicht so. Unser Sultan ist gut beraten. Das hört man gerne. Da habe ich also noch mehr Auswahl zwischen Beratern. Aber die ich im Moment habe, gefallen mir sehr gut. Das ist absolut ideal. Wir haben gute Machtpunkte dadurch. Unser Erbe kann heranwachsen. Ardalan ist unsere Staatsehe zu Ende. Die wird gleich mal erneuert. So, und jetzt können wir unsere Handelseffizienz und unsere Steuereinnahmen verschlechtern durch Schmuggler oder wir stoppen sie. Wir stoppen sie. Das ist auf Dauer billiger. Und wir haben das Geld ja im Moment. Wir sind ja im Frieden. Alles gut. So, ich glaube, Fars hat Frieden machen müssen und ist ein Vasall der Timuriden geblieben. Hat aber Provinzen verloren, nämlich hier Bandar Langi, Laristan und Darat. Nicht so gut. Nicht so gut. Hätte ich mir gewünscht, dass die stärker leiden, die Timuriden. Aber jetzt gerade sieht es ja auch nicht mehr so gut aus. Mann, Mann, Mann. Trotzdem, die sind immer noch deutlich zu stark. 19.000 haben sie jetzt und 700 Rekrutenreserve. Das ist immer noch eindeutig zu viel. Masandaran stellt Ansprüche. Also, dass wir hier keinen großen Verbündeten haben, das treibt mich immer noch um. Na, ich weiß, es ist ein bisschen Leierkasten, immer dieselbe Melodie, die ich da gerade von mir gebe, aber es ist auch einfach das Thema im Moment für uns. Es gibt sonst niemanden, den wir nehmen können. So, die Timuriden sind keine Großmacht mehr. Das ist schon mal wichtig und gut. Und sie wurden abgelöst von Kastilien. Das ist nur natürlich. Also, das musste sowieso sein. Es wäre auch lächerlich, wenn die keine Großmacht wären. Auch wenn sie ihre Personalunion über Aragon noch nicht haben. Wir haben illoyale Stände, nämlich die Ulema, also die Gläubigen, die Schiiten. Wir können natürlich einfach eine Aufsicht durch den Ulema-Stand nehmen. Ja, machen wir. Das ist nicht so schlimm, weil der Absolutismus, den können wir, also wenn der uns später wichtig ist, können wir diese Aufsicht auch wieder beenden. Aber das schafft erstmal mehr Loyalität. Wir können auch eine Versammlung einberufen. Naja, und ich habe vergessen, Land zu beschlagnahmen. Das macht man am Anfang in der Regel immer. Oh, 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 was ist hier denn passiert? Wir können Legitimität verlieren oder den Bay hinrichten. Eieiei, da verliere ich dann doch lieber Legitimität. Und hier, Masandaran ist ein Untergebener von Ajam. Das wird nicht so leicht sein. Handelsmacht wird nicht so leicht sein. Privilegien werden an den Stand Dimi gewährt. Ja, das dürfen wir doch irgendwie hinkriegen. Geben wir mal Privilegien an den Dimi-Stand. Anführerlimit. Eieiei. Gefällt mir aber überhaupt nicht. Na gut, muss dann wohl so sein. Aber Low Crown Land natürlich. Und dann haben wir Kaufleute und Ulema gegen uns. Das ist nicht so gut. Da verlieren wir richtig Geld.
Aber so verlieren wir ja auch Geld. Und wir haben Freiheitsstreben erhöhtes. Insofern muss das jetzt sein. Wir können dann für die Kaufleute nochmal was machen. Wahrscheinlich mache ich hier gerade totalen Mist. Ich bin auch noch nicht so in dieser Mechanik noch nicht so geübt. Wir machen hier nochmal was, was ihnen gefällt, nämlich eine freie Marktwirtschaft. Und für die Ulema müssen wir halt uns was einfallen lassen. Wir können ihnen halt keine Provinzen geben, ne? Das ist das Problem. Also das war früher so. Das kann ich aber jetzt hier nicht mehr machen. Das geht nicht. Ja, also da war mal ein Knopf für. Jetzt ist da keiner mehr. So, die Dimir haben jetzt richtig schön Loyalität bekommen. Ne? Die sind bei 50, die Emire nur bei 30. Das ist auch das absolute Minimum 30. Und bei 15 und 19 ist katastrophal. Also. Naja, das wird schon noch. Die kommen schon wieder, werden schon wieder auf Linie gebracht werden. Die sind ja im Frieden, alles gut. So, Karakyo Yundu kämpft weiter hier und immer gegen so Kleinststaaten. Das ist einfach nicht fair. Die können sich da durcharbeiten, durch diese kleinen Staaten und wir nicht. Warum habe ich denn jetzt wieder wenig Kronland? Ich habe doch gerade eben Kronland. Ich verstehe es nicht. Wieso habe ich denn jetzt wenig Kronlande? 29,995%, das ist ja auch wirklich maximal suboptimal. Ach Mann. Ja, wir haben jetzt gerade alle Mali, die man haben kann. Ist auch wirklich doof gelaufen. Na gut. Ist auch nicht schlimm. Die Timuriden sind im Frieden und haben behalten Fars und den Rest haben sie verloren. Naja, weiß nicht. Ich hätte schon gerne gehabt, dass sie länger kämpfen. Ist jetzt nicht ideal. Ja, das können wir nur laufen lassen. Da passiert erstmal nichts. Wir können eh gegen niemanden kämpfen. Wir können immerhin mal unsere Vasallen dann integrieren. Ab dem 28. August ist das möglich. Wir sollten das erst mit Luristan machen, weil das nämlich danach teurer wird. Weil sich unsere diplomatische Reputation verringern wird, sobald wir die Integration Luristans durchgeführt haben. Oder des ersten Vasallen, den wir integriert haben. Und da Ardalan kleiner ist, werden wir die schneller integrieren als Luristan. Also müssen wir mit Luristan anfangen, weil es wichtiger ist, dass das schnell vorangeht. Wir könnten natürlich auch die Vasallen behalten, weil das unsere Kampfkraft erhöht. Ich habe aber zu wenig Vertrauen in die Kampffähigkeit der KI. Und deswegen habe ich die Provinzen dann doch lieber in meinem Besitz. Oh Mann. Die haben aber auch wirklich nur Ärger da unten. Ja, die Timuriden schaffen es leider, ihrer Rebellionen Herr zu werden. Nicht gut. Und ich glaube, ich habe vorhin Quatsch erzählt. Ich habe gesagt, man kann die Provinzen... Man kann Ansprüche auf die Nachbarprovinzen bekommen, wenn man schiitisch ist. Das stimmt aber nicht. Man bekommt sie, wenn man Perser ist. Nur wenn man schiitisch ist, hat man viel mehr Nachbarprovinzen, die anderen Glaubens sind. Das heißt, man kann viel mehr Kapital aus dieser persischen Mechanik schlagen. So ist es. Aber es ist keine Voraussetzung dafür, Schiite zu sein. Es ist nur eine Voraussetzung dafür, Perser zu sein, weil es eine Perser-Mechanik ist. So, Dukaten oder einen Philosophen. Uiuiui, dann nehmen wir auf jeden Fall den Philosophen. Der kostet nämlich nur die Hälfte. Und hat uns richtig schön Prestige beschert. 30. Das ist immer gut. Ja, die Osmanen wollen immer noch kein Bündnis. Na toll, sie haben ja auch noch nicht mal irgendwie Konstantinopel erobert. Sie kämpfen jetzt lieber gegen Epirus und Zypern. Meinetwegen. Könnte dann auch gut sein, dass sie von den Mamelucken überrannt werden, aber die haben keine sinnvollen Verbündeten. Ja, ja. Also, es ist ein bisschen gemächlich am Anfang, aber so ist es eben. Manchmal, gerade Iron Man, muss man damit rechnen. So, wir können die Grundsteuer bekommen. Und ja, das ist jetzt endlich mal eine Mechanik, die uns vielleicht hilft. Wir können Emire gegen Kaufleute tauschen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir können die Kaufleute für immer verlieren. Das ist auch nicht so gut. Also wir tauschen dann lieber. Auch wenn wir die Emire natürlich schon gerne hätten. Aber es ist besser, als die Kaufleute komplett runter zu wirtschaften. Und für die Emire können wir vielleicht sogar noch was tun. Nämlich hier unten durch die Stärkung der Herzogtümer.
Ist das vielleicht der Einfluss, der ihnen mehr gibt? Wenn ich jetzt hier 99,995 habe, die Herzogtümer stärker, denn obwohl sie hier keine Kronenlande bekommen, ist vielleicht der Einfluss, der ihren Kronenlandanteil minimal erhöht. Ich glaube, so ist es. Aber wir können auch ihnen auch das Recht des Rates geben, das macht sie noch glücklicher. Ja, machen wir die Recht des Rates. Right of Council im Englischen. Ja, das war einfach eine dumme Idee mit den Demi hier. Ich weiß auch nicht warum. Also mit der. Mit den Kronlanden insgesamt. Nicht gut gegangen. Naja. So, die Annexion kann mal hier losgehen. Sie kostet 296. Wie viel kostet sie hier? 64. Gar nicht so wenig. Dann beginnen wir mal und annektieren Nuristan. Das geht wie schnell mit 4 wahrscheinlich, ne? Ja, 4 pro Monat, genau. So, hier können wir schon mal Akkuyunnu reinrufen. Dann werden wir schon mal etwas stärker, aber Shirvan und Karakoyunnu sind immer noch deutlich zu stark für uns. Gegen das Timuridenreich wäre ich ja froh, wenn ich Usbekistan hineinrufen könnte, aber dafür brauchen wir 10 Gefälligkeiten und sie sind verschuldet. Aber sobald sie in besserer Form sind, in better shape, die Usbeken, also sobald sie mal mit ihren usbekischen Stämmen klargekommen sind und nicht mehr so viel Schulden haben und so weiter, dann dürfte es möglich sein, gegen das Timuridenreich in den Krieg zu ziehen. Vielleicht hätte ich da auch die Unabhängigkeit unterstützen sollen von Transoxanien zum Beispiel. Dann wäre dieser Krieg vielleicht besser ausgegangen. Na gut, haben wir jetzt nicht gemacht. Wäre auch ein Risiko gewesen immer. Wir wissen nicht, was besser wäre. Ja, aber jetzt haben sie ganz gute Kontrolle über ihre Vasallen. Also die sie jetzt noch haben, die wollen nicht unabhängig werden. Da ist alles gut. Und Yas, aber Yas ist winzig, also Yas bringt ihnen nichts in Theorie. Wenn ich da mal schaue, wo liegt das? Sieht man nicht, bringt auch nichts. Kann man vergessen. So, Legalismus oder Mystik? Wir sind ja bei Mystik, im rechten Sinne, genau. Wir gehen in Richtung Mystik und heben nochmal schön Rekrutenreserve aus. Damit sind wir fast am Maximum. Wir haben ein Government vor, wie nennt man das hier? Regierungsfortschritt oder wie heißt es? Eine neue Regierungsform. Okay. Wir können entweder unsere Steuereinnahmen erhöhen oder unsere Rekrutenreserve. Das ist immer so eine schwierige Frage, finde ich. Also ich finde das nicht eindeutig, was besser ist. In der Regel sollte man das stärken, worin man schwächer ist, finde ich am Anfang. In dieser Hinsicht. Und ich habe recht viel Geld und relativ wenig mehr. Ich meine, ich führe keine Kriege, aber eigentlich habe ich relativ wenig Manpower. Deswegen ist es wichtiger, finde ich, die Adelsprivilegien zu stärken. Auch wenn, meiner Erfahrung nach, hier im Spiel, seit dem letzten DLC man im Late Game, spätestens im Late Game, aber vielleicht auch schon im späten Mid Game, einfach viel zu viel Manpower hat. Man wird die nicht mehr los. Aber trotzdem hier fürs Early Game finde ich das so stark, dass wir das nehmen. Die Rekrutenreserve um 15% zu stärken ist einfach zu stark. Okay. Imere und Ulema sind einfach richtig unglücklich. Können wir nichts machen. Rekruten ausheben ist natürlich auch noch nicht drin. Ja, also es führt einfach keinen Weg daran vorbei. Wir brauchen irgendjemanden, mit dem wir gegen Karakoyunnu kämpfen können. Wir können natürlich Karakoyunnu den Krieg erklären, schnell mal Sandaran rauspießen. Dann haben wir nur gegen Karakoyunnu zu kämpfen, in der Zeit wird Akkuyunnu rausgepießt, aber wir würden uns schon sehr verheben, also es wäre sehr teuer, gegen Karakoyunnu einen solchen Krieg zu kämpfen. Wir müssen eigentlich abwarten, bis es mal einen wirklichen größeren Krieg gibt. Ja, das ist auch kein größerer Krieg, Karakoyunnu, die sich Georgien gönnen. Also die Timuriden müssen in den großen Krieg rein, Akkuyunnu müssen in den großen Krieg rein. Das ist der einzige Weg, wie wir zu was kommen hier. Ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten.
Ah ja, hier. Ich bin ja auch ein Trottel. Aber ich bin ja auch ein Trottel. Ich hätte ja... Ah, ich habe ja ganz vergessen, dass wir Missionen haben. Ich habe ja ganz vergessen, dass wir Missionen haben. Oh Mann, bin ich ein Trottel. Wir haben ja so viele Boni, die alle überhaupt nicht schwierig sind zu kriegen. Ah. Also Beleidigung schicken. Zack. Ajamische Führung. So, 60 Macht, 10 Prestige. Schon mal richtig schön. Totaler Anspruch. So, dann können wir hier die Armeegröße auf 100% des Truppenlimits. Das ist total machbar. Ich meine, es kostet ein bisschen Geld. Wir kommen damit ganz leicht ins Minus, aber das ist es trotzdem wert. Vorbereitung auf den Krieg, ne? Damit wir auch wirklich was reißen. Dann stabilisiert Ajam. Das können wir uns eigentlich auch leisten. Ne? Und dann kriegen wir noch wieder noch mehr Ansprüche. Wobei wir die gerade gar nicht unbedingt brauchen, also das müssen wir jetzt nicht machen. Ja, und jetzt ist es mir zu teuer, gegen die Schmuggler vorzugehen. So, schaut euch mal an, was wir jetzt für Ansprüche haben. Hammer. Problem an der Sache, wir sind zu schwach, um sie durchzusetzen. Vielleicht können wir aber auch Krieg führen gegen die Timuriden. Also vielleicht schaffen wir es auch ohne die Usbeken. Ich weiß nicht. Nogai hilft halt leider. Aber wie viel Mann haben die Timuriden selber? 11.000 und 2.000 Reserve. Und ob Nogai da jetzt nochmal so viel ändert, weiß ich nicht. Also Yas hilft ändert auf jeden Fall nicht viel, aber Nogai... könnten halt schon irgendwie so bis zu 20.000 Mann ausheben, wenn sie voll raufgehen. Also wenn sie sich richtig anstrengen, Nogai. Und die Timuriden können auch 20.000 Mann ausheben, wenn sie wirklich wollen. Und ich habe halt gar keine Verbündeten. Und die haben nochmal Khorasan und Fars. Also das ist einfach nicht möglich. Ich glaube, die sind 21.11 auch nicht. Also das, ne? Ja, es ist nicht möglich im Moment gegen die Krieg zu führen. Das ist leider. Schaut euch das an, was wir für Ansprüche hier haben. Aber ja, es geht halt nicht. Hätten wir mal früher machen sollen. Ich weiß nicht, warum ich so dämlich war und nicht auf die Missionen geachtet habe. Das ist so ein totaler Anfängerfehler. Vielleicht können wir auch gegen Transoxianien Krieg führen. Wir sind ja nur mit Afghanistan und Hormuz verbündet. Hormuz ist leider recht stark, Afghanistan ist nicht so stark. Transoxianien ist aber bestimmt auch nicht schwach. Die haben bestimmt auch so 16.000 Mann oder so. Ja, nee, sie haben nur 10.000 Mann. Na gut, dann lohnt sich das. Wir haben jetzt Ajam stabilisiert. Ja, aber die da hinten können wir natürlich nicht zu Kernprovinzen machen. Das gibt uns nur einen Kriegsgrund, aber kein... hilft uns nicht wirklich weiter. Wir können uns stattdessen mit ihnen verbünden. Der Anspruch ist ja dauerhaft, dass das Gute ist, ein Permanent Claim. Insofern ist ja nicht schlecht, dass wir ihn haben. Wir können auch einfach jetzt Verbündete sammeln gegen das Timuridenreich, also in Form von Transoxianien und in Form von Afghanistan. Das ist auch möglich und dann einfach, sobald der Frieden ausläuft, das ist dann 1460 der Fall, also in 4 Jahren, dann Krieg führen. Das geht auch. Vielleicht ist es doch schöner, gegen Karakoyunlu zu kämpfen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld. Das ist gerade wichtiger. Na, so. Und schauen mal, dass wir Luristan integrieren. Und wenn das erledigt ist, dann können wir uns weitere Gedanken machen. Das Bündnis mit Transoxianien läuft uns nicht weg. Wir können ja mal die Beziehungen zumindest verbessern. Auch wenn wir gerade, ich meine, es ist auch irgendwie absurd. Jetzt haben wir Ansprüche auf ihre Provinzen und dann machen wir ein Bündnis mit ihnen. Aber ich meine, das sind die Provinzen da hinten. Da müssen wir uns ja erstmal hinvorkämpfen. Ja, und Mazandaran sind wirklich hinterhältig. Also die machen hier einen Anspruch nach dem anderen auf uns. Das finde ich auch nicht so gut. Die Beziehung zu muslimischen Nationen wollen wir nicht verbessern, nee. Da müssen wir leider unseren Berater entlassen, der so schön billig war. Schade, aber das muss dann sein. Und jetzt holen wir uns einen sunnitischen Aserbaidschaner. Da sind doch die ganzen Sunniten wieder glücklich, oder? Ja, aber Bündnisse sind trotzdem... nichts, mit dem sie sich auseinandersetzen würden.
Also das mit den Missionen, Leute, das ist wirklich der Hammer. Ich würde mal sagen, das war eine Abwartefolge, in der es leider nichts passiert, aber wir kommen voran. Wir haben immerhin entdeckt, dass es Missionen gibt. Also Leute, seid mal nicht zu hart. Ne? Wir haben was geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, bis dahin, euer General Pilofas.